Der Fasching ist vorbei. Jetzt stehen Besinnung und Einkehr am Programm. Und das gelte ganz besonders für die Bundespolitik, betonen die Wirtschaftsvertreter am Aschermittwoch im Brauhaus Buntigam. 7 wirtschaftliche Todsünden wirft Kammerpräsident Christoph Leitl der Regierung vor. Allen voran Stillstand und Reformstau. Ich komme gerade aus Asien zurück. Dort ist ein Aufbruch, dort ist eine Dynamik, dort bewegt sich was. Die Leute sind erfolgshungrig, sie haben Freude. Und bei uns Stillstand, Ruhe, nichts geht weiter. Todsünde Nummer 2. Statt notwendige Reformen anzugehen, wie etwa im Bildungssektor, lasse sich die Bundesregierung nur immer wieder neue Steuerideen einfallen. Beim Thema Verteilungsgerechtigkeit wünscht sich Leitl eine Leistungsdiskussion. Ziel müsse sein, Arbeitslose durch Anreize wieder in die Berufstätigkeit zu bringen. Ich würde jedem Arbeitslosen entsprechend der Arbeitsmarktlage ein paar 100 Euro dazugeben und sagen, bevor es die Arbeitslose kassierst, bevor es dich auf die Mindestsicherung einstößt, da schau her, da schneidest gut ab, tu etwas. Aufgaben haben wir genug. Das Potenzial von Frauen in der Wirtschaft zu unterschätzen, sei laut Leitl eine weitere Todsünde in Österreich. Von einer Quotenregelung hält der Wirtschaftskammerpräsident trotzdem nichts. Eine Quote sei eine Beleidigung für jede tüchtige Frau. Gegen das typisch österreichische Raunzen und Jammern spricht sich der steirische Wirtschaftskammerpräsident Herk in seiner Ansprache aus. Nicht Geiz, sondern Arbeit sei geil. Der Bereich Arbeit und die Freude an Arbeit und die Freude an Leistung muss in den Vordergrund kommen. Und der Wochenbeginn am Montag darf nicht sein, oh je, die Arbeitswoche beginnt, sondern wir haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, wir haben die Möglichkeit, Aufgaben zu erfüllen und das muss die Freude daran sein. Die letzte wirtschaftliche Todsünde betrifft die Jugend. Keinesfalls dürfte man die kommende Generation frustrieren. Ich möchte nicht mir gefallen lassen, dass eines Tages ich von nachkommenden Generationen gefragt werde, warum habt ihr das Land nicht in Ordnung gebracht? Ihr habt eine wichtige Funktion in dem Land gehabt. Wo wart ihr damals? Daher manchmal ein Aufschrei notwendig, ein Aufrütteln notwendig. Und was eignet sich besser als der Aschermittwoch dafür? Ob das Aufrütteln auch bei der Bundesregierung angekommen ist, wird sich zeigen. Leitl will jedenfalls verstärkt Druck ausüben, um den Reformstau zu beenden.